Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute darf ich euch einladen zu einem neuen Teamgeist. Juhu! Endlich geht's wieder los, es startet wieder ein neuer Teamgeist. Teamgeist ist eine Reihe von mir, in dem ich euch ganz viele Ideen von mir und meinem Team zu einem bestimmten Thema zeige. Und ich habe schon mehrere Videos dazu gemacht, also so eine ganze Playlist verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Da könnt ihr halt zu verschiedenen Themen ganz viele verschiedene Karten finden oder Ideen. Und dieser Teamgeist startet jetzt für dieses Jahr noch und geht dann weiter ins nächste Jahr. Und das Thema heute sind Weihnachtskarten, einfach und vielleicht auch für Anfänger geeignet und ein bisschen aufwendiger oder besonderer oder mit speziellem Effekt, vielleicht für Fortgeschrittene. Egal, also jeder kann die Karten basteln, aber vielleicht hat auch der eine mehr Bastelausrüstung als der andere und so wollten wir so eine bunte Mischung aus allem machen. Und ich freue mich total, dass wieder so viele mitgemacht haben aus meinem Team. Es war von mir ein bisschen kurzfristig und trotzdem sind es eine ganze Menge Karten, die ich euch heute zeigen kann und ich freue mich da richtig drüber. Vielen, vielen Dank an meine wunderbaren Teamies. So, meine Ideen zeige ich euch jetzt als erstes, dann ist das erledigt sozusagen. Und zwar, ich habe hier einmal die besonderere Karte oder diese Karte mit Effekt zu Weihnachten. Da habt ihr schon eine Anleitung bekommen. Die hat hier, wenn ihr da mal drauf achtet, so ein Zauberfenster. Das heißt, da kann man durchschauen. Wenn man das hinten mit einem anderen Designerpapier hinterlegt oder wenn es mehr farbig ist, dann sticht es nur ein bisschen mehr raus. Hier vorne mit so ein bisschen üppiger Deko, würde ich fast schon sagen, mit Zweigen und so ein bisschen vorgebogen, also so eine, wie so eine Gutscheinlasche. Und innen ist dann eben die Karte. Grüße von der ganzen Familie, schön bestempelt und dann hat man noch jede Menge Platz zum Schreiben. Genau. Übrigens, alle Karten, die ihr seht, werden wieder gespendet. Dieses Jahr geht es an die PIT-Tuck-Hilfe und eine meiner Teammitglieder hat da eben gute Beziehungen und reist selber immer wieder in den Togo, um dort Hilfe vor Ort zu leisten. Das ist super schön. Ich verlinke euch hier oben mal die Webseite. Weil man kann da auch mit kleinen Sachen auch schon mal zum Beispiel ein ganzes Schuljahr Speisen eben spenden oder für den Brunnenbau unterstützen oder für Schulen und so. Und dieses Jahr gehen unsere Karten eben zu dieser Aktion und das finde ich total schön. Also dieses und nächstes Jahr natürlich auch. Genau, jetzt kommen noch die zwei einfacheren Kartenideen von mir. Diese Karte seht ihr, habt ihr schon gesehen? Ich muss immer überlegen, wie der Videoplan ist. Das ist eine Karte, die man in großer Anzahl machen kann. Sie ist jetzt nur mit Stanzen, ohne Stanzmaschine. Hat hier innen noch so ein kleines Fach, wo man beschriften kann. Und macht richtig Spaß. Da ist auch viel Stempelarbeit dabei. Ein bisschen Designerpapier und so ein Schleifchen. Ein bisschen bling bling. Also eine ganz einfache, schöne Karte, finde ich. Und das, was ich auch ganz cool finde, ist dieses Hinterlegte mit diesen beiden Tannenbäumen. Vielleicht kommt das in der Kamera ganz gut raus. Das macht noch so ein bisschen mehr Effekt rein. Und diese Anleitung, mal kurz, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, ich verlinke euch diese Anleitungen auch unter dem i. Einmal diese Anleitung jetzt unter dem i. Und jetzt muss ich ein bisschen warten, weil dann, man kann das nicht gleich als nächstes einblenden. Als nächstes kommt diese Anleitung auch hier unter dem weißen i. Und die kommt auch gleich. Das ist meine Gutscheinkarte oder meine Nikolauskarte oder meine Weihnachtsmannkarte, wie man es auslegen möchte. Die kann man auch ohne Stanzmaschine machen. Ich habe im Video mit der Stanzmaschine gearbeitet, aber das muss man nicht. Man kann hier den kleinen Gutschein einpacken oder eben einfach nur reinschreiben, Gutschein und dann innen noch eine kleine Lasche für den Gutschein machen zum Beispiel. Genau, die verlinke ich euch auch noch hier oben unter dem weißen i. So, aber das habt ihr alle schon gesehen. Da könnt ihr gucken, wie man die bastelt. Jetzt kommen die tollen Karten von meinen Teamies und ich fange jetzt einfach mal an. Also um mich herum liegen ganz viele Stapel mit wunderschönen Karten und ich freue mich so sehr. Jetzt fange ich mal an mit meiner lieben Petra. Also, die erste Karte, die Petra gemacht hat, ist diese Karte hier. Also wunderschön hinterlegt mit diesem ganz tollen Glitzerpapier aus der Celebration. Und mit diesem Tannenbaum. Wunderschöne Farbkombination. Gesegnete Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr ist hier der Spruch. Und diese Karte, das ist so eine, ich glaube es heißt Seafoat-Karte. Die kann man so hinstellen. Also es ist, man könnte hier vorne zum Beispiel auch noch ein Foto drauf machen und könnte das dann an irgendeinen Schrank oder so draufstellen und als Deko verwenden. Also total schön. Hier hinten ist die Materialliste. Also mit was er gearbeitet hat.
Und also die Karte ist toll. Ich finde die Farbkombination super, super schön. Hier auch das passende Kuvert und auch die Idee dazu ist einfach toll. Und ich glaube, das ist die einfache Karte von der Petra. Aber ich finde die gar nicht so einfach. Also das ist schon eine besondere Karte. Es ist auch mit Stanzmaschinen hier schön gestanzt. Man kann das auch ohne Stanzmaschine machen, dann halt vielleicht mit einem anderen Bäumchen hier vorne mit was anderem. Ohne Stanzmaschine kann man das super nachbasteln. Ist eigentlich ja schon eine einfache Kartenform, aber macht richtig was her. Ist wunderschön. Auch ganz schön mit dem kleinen Engelchen hier vorne. Und jetzt kommt noch die zweite Karte von der Petra. Auch mit schönem Kuvert. Schaut's mal. Das ist hier so eine, auch eine wunderschöne. Ich hoffe, man sieht es jetzt mal von oben. Und jetzt von vorne. Ich mal, dass das so ein bisschen der Hauptdarsteller ist. Oh, ist das schön, oder? Trage den Zauber von Weihnachten immer in deinem Herzen, ist hier draußen, hier vorne embossed. Und dann hier wie so ein kleiner Märchenwald. Wunderschön mit den Hirschen. Das schaut so toll aus. Also, ich finde, das ist eine ganz tolle Karte. Hinten auch noch geprägt, der Wald. Und ein bisschen eingefärbt mit Farbe, dass das noch ein bisschen mehr hervorsticht. Also, das ist echt eine coole Karte. Ich möchte jetzt da nicht so viel knicken, aber die steht auch von alleine. Und hat halt hier. Also, das ist schon echt cool gemacht. Ich muss immer gucken, wie das gemacht ist. Das ist immer. Also, die steht dann auch so alleine vor einem dran. Das ist wunder, wunderschön. Auch wieder ganz toll. Das Papier im Hintergrund ist auch wunderschön. Das ist die Materialliste. Ihr könnt da immer Pause machen und dann seht ihr das, mit was die Petra jetzt gearbeitet hat. Ah, toll. Das Rehlein hier, das ist auch noch ein bisschen mit Glitzy. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Naja, also es ist wirklich eine mega coole Karte und ich finde es immer toll, wenn man eine Karte auch ganz flach machen kann und dann ein Kuvert verschicken kann und dann, wenn derjenige das auspackt, dann sich denkt, wow, was ist das Cooles und sich das dann hinstellen kann. Ja, also total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Ich finde die Karten wirklich mega schön. Dankeschön. Super schön. Das nächste Päckli ist von der lieben Vanessa. Und genau, sie hat hier auch die Kuverte wieder bestempelt. Ich zeige euch jetzt erstmal die einfache Karte. Das ist diese mit dem Schneemann vorne drauf. Total schön, frostige Grüße. Das ist wirklich eine total schöne, einfache Karte mit gestempelt, bisschen koloriert. Diese Linien hier im Hintergrund hat sie, denke ich, selber gemalt. Das finde ich total witzig. Das sieht super gut aus. Seht ihr das mit ein paar Punkten und ein paar Strichen und so? Also total schön. Macht voll was her. Und man hat hier keine doppelte Mattung oder so. Also es ist echt mit diesem Rahmen nochmal richtig toll hervorgehoben. Ganz einfach und super schön. Finde ich eine ganz tolle Idee. Hier ist die Materialliste dazu. Und die zweite Karte, das ist auch wieder so eine coole Karte, wo ich wieder nicht aufhören konnte zum Austesten. Also guck mal. Das ist wieder so ein cooler Effekt. Also die Karte im ersten Moment, denkt man, okay, na, da ist so ein Eingriff. Ah, da kann man vielleicht ziehen und dann kommt es raus. Und dann klappt die sich hier so richtig schön. Und die macht noch so richtig, hört ihr das? Die macht so richtig coole Geräusche dabei. Ich finde das total witzig. Herzenswünsche werden wahr, ganz bestimmt auch im neuen Jahr. Schön, oder? Also finde ich auch wieder ganz toll. Ich finde auch die Farben total schön mit diesem Hintergrund. Mit so Silber, Grau und dem Rot dazu, also dem Mallorot. Fällt mir total gut. Wunderschön. Das Material dazu habe ich auch hier. Und hier steht auch, wie die Karte heißt: Popping Flap Karte oder Flap. Und dazu noch ein schönes Kuvertchen. Weihnachtspost ist auch süß. Meine Güte. Also total schön, Vanessa. Vielen, vielen Dank für diese tollen Karteninspirationen. Und ich muss mir merken, so einen Rahmen auch mal einzubauen. Das finde ich eine super tolle Idee. Die nächsten Karten kommen von der lieben Gloria. Und wir haben hier auch, sie hat geschrieben, es sind zwei einfachere Karten. Ich fange jetzt mal mit der hier an. Die erste Karte ist mit den Tannenbäumen. Und sie hat geschrieben, sie hat es zuerst mit den Blenderpens eingefärbt und danach mit einem Stempel aus dem Stempelset. Muss ich selber schnell mal nachlesen. Wo steht's? Für alle Zeit bestempelt. Also aus dem Stempelset für alle Zeit sind diese Punkte, glaube ich.
Ich habe jetzt das gerade mit dem Namen immer, bin ich manchmal nicht ganz, weiß jetzt nicht genau, welches Stempel das Set das ist. Aber da müssen Punkte drin sein und das mit dem hat sie diese Hintergründe von den Tannenbäumen noch gestempelt. Auch ganz süß mit dem, das ist das Kraftpapier hier im Hintergrund, das gefällt mir auch total gut. Mit dem Banner hier noch dazu. Und die zweite Karte. Hier hat sie geschrieben: Bei den Schneeflocken ist auch der Blenderpinsel zum Einsatz gekommen und das Stempelset Schneeflockenwünsche und das passende Stanzformenset dazu und der neue Prägefolder aus dem Set 3D-Prägeformen Winterlich. Genau, dass wir das wissen. Hier sind die Schneeflocken auch mit diesem tollen Papier aus der Celebration gemacht und das ist embossed hier, der Schrift. Grüße zum Fest, das glänzt so schön. Auch eine tolle Karte. Ist auch eine einfache Kartenform, aber da braucht man natürlich eine Stanzmaschine, wenn man das so macht. Außer man kauft sich irgendwie solche Teile extra schon. Aber könnte man zum Beispiel auch mit einem zweiten Designerpapier machen und dann halt vielleicht irgendwelche Elemente, die man mit der Stanze stanzt, Sterne aus der Sternstanze zum Beispiel, dann könnte man die auch ohne Stanzmaschine basteln. Also auch ganz tolle Kartenideen. Die gefällt mir sehr gut. Die ist sehr schlicht, aber trotzdem total elegant und schön. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Freut mich sehr, dass du mitgemacht hast. Total schön. Und ich möchte noch ganz wichtig deinen Instagram-Namen nennen. Der ist nämlich so: Gloria Isabel. Gloria Isabel. Je nachdem, wie man es ausspricht. Also, so findet ihr sie. Ich habe da hinten das Danke noch markiert, deswegen habe ich zu spät gecheckt. Also, vielen Dank, liebe Gloria. Okay, mein nächster Stapel. Mal kurz gucken, dass ich das richtig sortiere. Ist von der lieben Manu. Auch wieder tolle Karten. Also, ich habe auch eine Karte bekommen. Das ist total süß. Und das ist so eine coole Karte, die man auch wieder ganz flach verschicken kann. Seht ihr das? Und die man dann so aufstellen kann. Herbstgruß für dich. Ich zeige es euch mal von oben. Also, das hat hier einfach, das ist ein bisschen erhöht. Und dann kann man die Karte so drunter schieben. Dann steht die von alleine. Und die ist auch ganz schön gestempelt. Mit diesem Herbstlaubpapier. Ja, mit diesem Herbstlaubstempelset, das habe ich auch total. Ich liebe das. Ich finde das so schön. Der Hintergrund so ein bisschen bläulich, das macht sich auch gut. Und es kann sein, dass man da sogar, ja, da kann man sogar so ein Teelicht reinstellen, also ein elektrisches Teelicht. Und dann leuchtet das hier so richtig schön. Also, das ist eine ganz tolle Karte und auch eine super Idee. Also, das könnte man auch perfekt als Weihnachtskarte natürlich. Bisschen mit einem weihnachtlichen Spruch und fertig hat man da eine kleine Teelichtkarte. Total schön. Liebe Manu, vielen, vielen Dank schon mal. Und ich habe auch noch eine Herzschoki dazu bekommen. Total schön. Ein Dankeschön von mir für dich mit so einem Schokoladenaufzug. Wenn es noch Platz hat hier oben, ich habe euch auch mal einen Schokoladenaufzug gezeigt. Ist schon ein bisschen her, war aber auch zum Thema Herbst. Kann man hier eben so cool rausziehen. Ich liebe das. Ich finde das so schön. Das ist eigentlich so einfach mit diesen Aufzügen, aber so toller Effekt. Schön gemacht, oder? Ist auch eine tolle Stift. Ein Dankeschön von mir. Cool. Vielen Dank, Manu. Und jetzt kommen deine Werke für unseren Teamgeist. Erstmal die einfachere Karte, ist auch gestempelt hier am Kuvert. Das ist diese Tannenkarte. Das finde ich lustig, das Band, das habe ich auch. Ich weiß nicht mehr, wo es das mal gab, aber ich glaube sogar bei einem Discounter. Das habe ich mir auch gekauft und das habe ich auch schon oft einmal auf einer Karte verwendet. Das glitzert nämlich richtig schön. Der Spruch ist auch so schön aus dem Stempelset. Mit einer kleinen Tanne vorne drauf. Innen auch bestempelt. Also eine ganz tolle Karte. So die Bäume so ein bisschen lagenweise gestempelt. Echt schön gemacht. Also wieder eine einfache Karte, aber eine sehr edle, tolle Karte. Und das hier ist das Material dazu. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Genau. Und dann kommt diese zweite Karte, das ist eben diese besondere Karte. Das ist eine Schüttelkarte. Seht ihr das, wie das hier funkelt? Und ui, das ist doch cool. Eine sehr witzige Form, natürlich so eine Schneekugel. Innen auch wunderschön. Sogar noch embossed. Uiuiui. So, ihr habt im ersten Blick gar nicht gesehen. Die Sternchen hier, die sind auch noch embossed. Seht ihr die? Also total schön. Ja, schon eine aufwendige Karte und mit diesem Schütteleffekt einfach immer toll. Das ist einfach schön. Einmal die Materialliste dazu. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Und ihr findet die Manu hier. Kreatives aus Papier.
Ich glaube, man kann das ganz gut lesen. Wie gesagt, macht euch einfach ein Pausebild und dann findet ihr da gut hin. Vielen, vielen Dank, liebe Manu. Ganz tolle Idee. Und das nächste Päckli ist wieder ein wunderschönes Paket von der lieben Barbara. Die Barbara macht auch immer so tolle Sachen. Und da ist immer was für uns dabei. Also wenn wir auch im Team irgendwas machen, dann ist immer noch eine Kleinigkeit dabei. Das ist immer so süß. Vielen, vielen Dank, Barbara. Also erstmal eine ganz süße Karte. Hast du das selber embossed? Oder ist das Designerpapier so? Ah, das ist cool gemacht. Schön ist das auf jeden Fall. Dankeschön für deine Glückwünsche. Und das ist auch einfach so toll. Also da sind so kleine Teelichter drin und die riechen so gut. Das ist total toll. Also so Duftteelichter, ich mag das. Das ist total schön. Und diese Verpackung dazu selber gemacht, so schön. Und mit dem Stern noch ausgestanzt. Also wirklich eine ganz süße Idee, so ein kleines Goodie zwischendurch oder sogar ein Adventskalender, also ein Adventskranz to go könnte man da quasi auch draus machen mit vier kleinen Teelichtern. Super schöne Idee, vielen Dank, Barbara. Und deine Karten sind ja auch wieder der Knaller. Also, erstmal muss ich kurz erwähnen, die Kuverte sind handgemacht, hier mit noch ein bisschen Designerpapier in der Spitze und vorne bestempelt. Total schön. Und ich glaube, das ist die einfachere Karte. Ja. Also das ist auch wieder so eine Seafold-Karte, wo man hier so aufstellen kann. Und die ist auch wunderschön. Also hier vorne haben wir schon mal die kleinen Bäume ausgestanzt und mit so einem Glitzerpapier. Das glitzert wunderschön. Die Etiketten sind nochmal hinterlegt mit einem geprägten Etikett. Das finde ich auch total schön. Beide mit diesem gestitchten Rand. Also das macht sich, also sieht total edel aus. Und dann hier, wenn man das aufmacht, wieder mit dem Sternchen und mit dem Bäumchen beklebt. Ich hoffe, dass das bei dem Hintergrund rauskommt. Hier ist der Stern. Und auf der Rückseite ist nochmal so ein kleines Einschubfach. Seht ihr das? Das ist nochmal extra geprägt. Und dann noch mit so einer... mir fällt der Name nicht ein. Also auf jeden Fall mit so einer Randstanze noch gestanzt, dass das noch so einen edlen Rand hat. Und da kann man dann zum Beispiel einfach noch ein Geld reinpacken oder einen kleinen Gutschein, also so ein kleines Kuvert, und hat dann eben eigentlich schon ein komplettes Geschenk für Weihnachten fertig, wenn man eine Gutscheinkarte verschenkt oder eben Geld verschenken möchte. Und das Ganze ist so schön verpackt. Das ist wirklich eine traumhaft schöne Karte. Richtig, richtig toll. Und die zweite Karte, ich glaube, die muss ich noch mal kurz einpacken. Denn auch hier ist das Kuvert wieder selber gemacht. Ihr seht, es ist ziemlich dick, also ziemlich hoch. Und da kommt dann diese bombastische Karte raus. Also, hier sind wieder diese wunderschönen Weihnachtssterne verarbeitet und das ganze Blätterwerk dazu. Der Hintergrund ist geprägt. Dann hier ist nochmal ein Rahmen gestanzt und aufgesetzt. Hier noch ein kleines Anhängerchen mit ein bisschen Bändchen, embossed auch noch alles, alles geinkt, also wirklich wunderschön. Hinten natürlich ein bisschen Draht. Oh, das ist ein festerer Draht, das ist ja toll. Wenn mir mal mein Draht ausgeht, dann nutze ich das. Das ist eine super Idee. Oh, und dann geht sie auf und macht noch so einen hier wunderschönen Pop-up-Mechanismus. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt gescheit. Ja, ich glaube schon, okay, man kann das schon erkennen in der Kamera. Also da hat man noch Platz für die Grüße und hier oben ist noch ein kleines Etikett so schön gemacht. Also wirklich eine bombastisch schöne Karte. Wunderschön. Kann man auch aufstellen. Oh, total toll und vielen, vielen lieben Dank, Barbara. Wirklich wunderschön gemacht. Ich packe das nachher ein. Nach dem Video packe ich dann alles vorsichtig wieder zusammen. Vielen, vielen Dank. Total schöne Ideen. Okay, das nächste Päckerl kommt von unserem lieben Cornel und das ist mein Mann in der Bande sozusagen. Total schön, dass du mitmachst, das freut mich richtig. Und deine Kartenideen sind auch was Besonderes, ich erkläre es gleich. Also ich zeige jetzt erstmal diese Schüttelkarte. Wunderschön. Hört ihr es? Seht ihr es auch ein bisschen? Ich hoffe, es kommt im Licht und mit der Kamera rüber. Also hier ist so eine Folie eingearbeitet und darunter ist eben die Schüttelkarte oder das Schüttelfenster. Das Ganze ist wirklich schön mit diesem Designerpapier hinterlegt. Was ich ganz besonders schön finde an dieser Stanzform ist, dass das hier noch so ein bisschen in das Fenster reingeht mit den Schneeflocken. Seht ihr das? Also ich finde es eine tolle Idee, diese Form als Schüttelkarte zu verwenden. Das finde ich richtig klasse.
Hier oben ist embossed, frohe Weihnachten, nochmal mit Sternchen aufgesetzt. Schöne Farbkombi, sehr edel und sehr elegant. Und innen drinnen seht ihr jetzt gleich, der Cornel kann nämlich wunderschön schreiben, also dieses Handlettering. Dadurch ist er zum Basteln gekommen. Und wenn man so schön schreiben kann, dann braucht man manchmal gar keine Stempel. So toll, oder? Ich finde das total klasse. Wunderschön. Also, ja, ist echt toll. Gefällt mir richtig gut. Und die zweite Karte finde ich auch super schön. Finde ich auch die Farbkombination ganz toll. Dieses Baumset ist sowieso ein Traum, finde ich. Und das Papier dazu zum Fest. Das ist jetzt anscheinend die einfachere Karte, aber die hat es natürlich auch in sich. Und auch hier wieder wunderschön mit der Schrift. Das ist einfach toll. Was ich auch cool finde, ist, dass oben und unten quasi nochmal die Karte beklebt ist oder mit einer Schrift hervorgehoben ist. Das passt natürlich perfekt und man hat unten trotzdem noch genug Platz zum Schreiben. Also wunderschöne Karten. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und diese Idee mit dieser Schüttelkarte, mit diesem Fenster finde ich ganz, ganz klasse. Dankeschön. Ich habe immer noch ein paar Stapelchen. Ich habe nur eine Anzeige gerade bekommen, dass mein Akku gleich leer ist. Ich hoffe, das hält noch durch. Die nächsten Wunderwerke, muss man schon so sagen, sind von der lieben Jutta. Ach, das ist auch wieder so schön. Also zum einen natürlich wieder selbstgemachter Umschlag. Ich mache es jetzt mal. Ich möchte immer, dass die eine Karte dann so im Vordergrund steht. Ist das okay so? Ja. Hier ist der wunderschöne Umschlag, echt total schön gestaltet. Mal in einem anderen Format zum Öffnen finde ich auch sehr cool. Kann man so definitiv machen. Und das ist diese bombastische Karte dazu. Also, ich hoffe, ihr seht es gut. Hier hat man dieses... Also im Hintergrund ist jetzt, fangen wir mal von hinten an. Hinten ist hier geprägter Hintergrund. Darüber diese nach außen geklappte Rahmenart, würde ich jetzt mal sagen. Dazu eine Schneeflocke und ein Schleifchen. Grüße zum Fest wieder vorgehoben. Also das sieht ganz toll aus. Und sogar dieser Hintergrund da ganz hinten ist auch nochmal geprägt. Ja, kann man sogar erkennen in der Kamera. Also total schöne Karte. Kann man auch super hinstellen. Also die ist sehr stabil. Oh, das sieht auch schön aus. Innen erstmal embossed und dann mit einem Blenderpen so rübergegangen über die Ecken. Nochmal ein schöner Spruch, der eben auch auf dem Kuvert ist. Wunderschöne Karte. Also die ist auch total klasse. Auch die Farben sind toll. Sind ja eigentlich so typische Weihnachtsfarben, aber ich weiß nicht, die gefallen mir hier richtig, richtig gut. Kommen noch super gerade zur Geltung. Und das Ganze ist von der lieben Jutta. Ihr findet die Jutta hier. Schön, oder? Also total tolle Karte. Und die andere Karte ist auch so schön. Also ich weiß gar nicht. Eine schöner als die andere. Wieder schön das Kuvert gestaltet. Und hier ist auch, hier blinkt es auch ein bisschen und glitzert und schimmert. Seht ihr das? Also das Papier macht sich total gut. Das hier an der Seite finde ich ganz witzig. Das ist, glaube ich, keine Absicht gewesen, aber das schaut aus, wie wenn das hier draußen auch so bestitcht wäre. Hier auch wieder der Hintergrund geprägt. Garten. Ein bisschen Band, ein bisschen Glitzer, diese süßen Schüchchen aus diesem Set. Ich mag das total gerne. Ich finde das sehr schön. Das Ganze ist embossed und beglitzert. Hier auch auf dem Stiefelchen. Und auch innen wieder schön bestempelt. Genau. Also so findet ihr die Jutta. Vielen, vielen Dank, Jutta. Das sind ganz, ganz tolle Ideen. Wunder, wunderschön. Halt, ich muss mit meinen Häufchen aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Das nächste Häufchen ist von der lieben Heike und ich habe auch eine Karte gekriegt und die Heike weiß ja, dass ich die Mohnblumen so liebe und ich finde das so toll als Idee für eine Herbstkarte mit den Mohnblumen in braun mit diesem Glitzerpapier. Ich muss euch das, habe gedacht, ich muss euch das unbedingt zeigen. Ist wunderschön und gefällt mir total gut. Okay, und jetzt kommen da Heike ihre Karten. Die sind auch wunderschön. Oh, ihr habt es wieder so toll gemacht. Ich fange jetzt mal mit dieser Karte hier an. Das ist eine Ziehkarte. Ups. Oh, die ist toll. Also das ist im Prinzip eigentlich die gleiche Form, wie ich gemacht habe mit meiner Karte. Nur eben vorne komplett bestempelt. Also das kann man auch super machen als Anfängerkarte oder als einfachere Karte. Trotzdem mit dem tollen Effekt. Das ist jetzt noch embossed hier oben, aber das, wenn man zum Beispiel bestempelt, dann geht es auch. Natürlich embossed glitzert es noch ein bisschen schöner. Und dann eben hier ein Gruß mit viel Liebe zum Fest.
Nochmal gestempelt und mit der Stanze gemacht und mit der Hand ausgeschnitten. Halt einmal, da ist irgendwie Magnet. Wo ist der Gegenmagnet? Heike, ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Darf man das gar nicht so weit rausziehen, oder? Hier hinten sind zwei große Magnete. Ah, also, dass man. Ah, jetzt habe ich es geschnallt. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Okay, also, ihr seht es. Ich kann das jetzt mal hier einpacken. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Hier kommt irgendwo das. Ah, seht ihr das? Wenn es ein bisschen länger dauert, bei Babsi. Aber das ist ja total cool. Ich pack's nochmal ein, ich muss das schon gescheit zeigen. Ich muss jetzt schon hinkriegen, wie das funktioniert. Hängt da irgendwas? So. Irgendwo hier müssen beide Magnete sein. Ja. Also die Karte funktioniert eigentlich so. Also, dass hier vorne noch das Rehlein draufsteht und wenn man das dann rauszieht, dass das dann so mitwandert. Ich habe es wieder nicht an die richtige Stelle gemacht anscheinend. Jetzt aber. Und? Ist das cool? Oh, ist das toll. Das ist ja witzig. Also sorry, Heike, dass es das so lange gedauert hat, aber ich habe die meisten Karten auch noch nicht vorher ausgepackt gehabt. Ich wollte mich da jetzt auch überraschen lassen. Und deswegen habe ich es jetzt erst zu spät geschnallt. Aber das ist ja wirklich mega cool. Erst die innere Karte reinmachen, weil das sind natürlich die Gegenmagnete. Und dann klappt es auch. Karte rein, Rehlein drauf und noch einmal. Cool, das ist ja total cool. Ich muss mir das merken, das finde ich mega schön. Heike, danke für diese tolle Überraschung. Also eine total coole Karte und wie gesagt, die kann man auch als mit weniger Bastelausrüstung und als Anfänger basteln. Ach, witzig. Total witzig. Auch das Kuvert wieder bestempelt, passend dazu. Magnetziehkarte. Mensch, wenn ich das zuvor gelesen hätte, hätte ich es vielleicht früher kapiert. Aber so habt ihr jetzt was zum Lachen, ja. Okay, coole Karte. Was soll ich sagen? Ich habe mich blamiert, aber das macht ja nichts. Ihr findet die Heike hier. Stempellauft. Mit so einem Code gleich. Cool. Okay, und die zweite Karte, die finde ich auch wunderschön. Das ist mit diesem Kranz gearbeitet. Und diesen, schaut aus wie so ein Zuckerguss. Und dieser Hintergrund, der passt unglaublich gut dazu, oder? Also das sieht total schön aus. Das ist so ein bisschen sogar im Vintage-Style, würde ich sagen, mit diesem Hintergrund. Und dann den Kranz drüber, die Farbkombination ist toll. Ich hoffe, es kommt in der Kamera so rüber, wie es jetzt auch in echt ausschaut. Wunderschön. Ganz eine tolle Karte. Auch ganz viel Arbeit, weil da natürlich die ganzen Stanzteile ganz fein aufgeklebt werden dann. Genau, ich halte das jetzt auch nochmal rein. Ich glaube, das steht schon auf dem anderen, aber zur Sicherheit. Und auch hier nochmal eine Materialliste. Mit Glittereis ist das gemacht. Das ist echt schön. Karte mit Kranz. Wunderschön, vielen Dank, Heike, und danke für diese Überraschungskarte. Total cool. Das nächste Stabballe. Ach ja, die Andrea. Was soll ich sagen? Die nächste Kartenidee kommt von der lieben Andrea. Und erstmal zeige ich euch meine Karte. Ich habe auch eine Karte bekommen von der lieben Andrea. Vielen Dank. Die glitzert so schön. Auch eine einfache Karte. Mit diesem Glitzer macht sich das echt brutal gut. Es ist schon echt funkel, funkel. Wunderschön. Dankeschön, Andrea. Und die zwei Karten, die sie für uns gemacht hat, sind einmal diese Karte hier. Die Karte kann man auch so aufstellen. So sieht die aus. Und dann hinstellen. Und ich glaube, es könnte sein, dass da auch ein, vielleicht sogar ein Teelicht reinpasst, ein elektrisches. Müsste man mal gucken, ob das funktioniert. Auf jeden Fall ist das auf jeden Fall so eine Hinstellkarte, also auch als Deko total schön. Sehr, sehr elegant mit den Farben. Wie das schön glänzt, das Papier, oder? Ist toll. Ist eigentlich auch eine einfache Karte. Man kann hier auch noch Grüße unterbringen. Kann man als Anfänger auch ganz gut basteln, würde ich sagen. Auch mit kleiner Bastelausrüstung. Und hat einen wunderschönen Effekt und eine ganz tolle Kartenidee. Gefällt mir wieder richtig gut. Ich halte euch mal einmal die Andrea so ins Feld.
Und ihr bekommt auch eine Anleitung von der Andrea. Die findet ihr. Ich packe es mal schnell aus, weil ich habe das jetzt leider nicht. Nicht, dass es so spiegelt. Genau, also das Kuvert ist wieder bestempelt und hier findet ihr die Anleitung zu dieser Karte. Bay Window Fold Card nennt sich das Ganze. Also super, super cool. Und die zweite Karte ist auch wieder eine ganz besondere Karte. Ich habe sie schon mal richtig hingestellt. Die heißt Triple Easel Star Card. Ist eine besondere Kartenform, genau. Ich halte euch auch nochmal die Anleitung kurz rein. Die findet ihr hier. Und die Karte ist auch wirklich mega schön. Ich hoffe, ihr seht es gut. Es kommt hoffentlich so raus. Das Besondere ist eben auch hier, dass man diese Sterne so zusammenklappen kann. Und dass man die dann auch ganz flach verschicken kann in dem Kuvert. Ist echt super. Und wenn derjenige, der es dann bekommt, kann das einfach hier so aufstellen. Und hat dann ganz viele schöne Sterne. Ich weiß gar nicht, wie ich es euch am besten ins Bild halten soll. Ich hoffe, so könnt ihr alles lesen und sehen. Total schön. Was ich auch ganz schön finde an dieser Karte, ist, dass der Hintergrund nochmal geprägt ist und nochmal ein bisschen koloriert ist, dass diese Zweige noch mehr hervorstechen. Das macht sich sehr, sehr gut. Also wieder eine ganz, ganz tolle Form. Innen drin hat sie noch genügend Platz, um gute Wünsche unterzubringen. Wirklich eine traumhaft schöne Karte. Tolle Farbkombination und vielen, vielen Dank, Andrea. Total schön. Und jetzt kommen wir, glaube ich, schon zum letzten Stapel, oder? Also bei mir ist alles voller Stapel gelegen. Total schön. Und zwar ist jetzt, die letzten zwei Karten sind von der lieben Beate. Und ich habe hier einmal, also auch wieder die Kuverte selber gestaltet. Das finde ich, macht es schon immer ganz gut, weil das Papier einfach ein bisschen dicker ist und es so schön wertig dann ist auch. Einmal eine Kullerkarte mit einem Stern. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es richtig halte. Der Stern, der kullert nämlich. Ein bisschen schwierig ist es immer, wenn man nichts Rundes hat zum Kullern, sondern was Eckiges. Wahrscheinlich halte ich es falsch. Ah, jetzt habt ihr es gesehen. Also der kullert. Bisschen hängt da manchmal, weil er halt das mit den Ecken immer so ein bisschen schwierig ist. Deswegen, ich mache da immer gern was Rundes. Aber es funktioniert. Ich muss es nur richtig halten. Jetzt habt ihr es gesehen. Ja. Also total schön, wie der Stern hier vorne kullert. Auch diese Anhänger im Hintergrund finde ich total schön. Ich glaube, die sind aus dem Elternstempelset, das habe ich auch. Und das ist einfach schön. Ihr könnt natürlich das auch einfach hin und her schieben lassen. Ist einfach eine super, super schöne Idee. Weihnachtlich verpackt. Ich habe euch dazu mal eine Anleitung gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch Platz hat. Falls ja, mache ich es hier rein. Und ich finde auch die Farben total schön. Ich finde, es hat schon so richtig was vom Plätzchen. Also da hat man richtig Lust auf Plätzchen, wenn man die Karte sieht. Hier innen auch nochmal total schön. Seht ihr, das ist doppelt hinterlegt und gestitcht. Nochmal embossed. Also wunderschöne Karte. Und ich finde eben die Farbkombination ganz toll. Ha, da hat man echt Lust auf Schokokuchen und Plätzchen. Genau. Und die letzte Karte. Auch wieder Kuvert selber gestaltet. Die finde ich auch total schön. Ich finde, die Farben sind so schön. Ich mag dieses Grün total gerne. Und ich weiß nicht, wo hier der Fehler ist. Weil nämlich die Beate geschrieben hat, hier ist ja ein Missgeschick passiert, aber ganz ehrlich, ich sehe keins. Ich finde, die Karte ist total schön. Diese Bäumchen, die sind einfach so süß und die Farben sind toll und das dicke Band im Hintergrund, das macht sich total gut. Das Etikett doppelt hinterlegt. Viele Glitzersteine an Weihnachten, ganz besonders schön. Seht ihr, wie schön die funkelt, wie so ein Sternenhimmel. Und innen eben auch schön. Nochmal auch hier ein bisschen beglitzert. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier oben der Stern, der glitzert. Also wunderschöne Karte und ich kann überhaupt kein Missgeschick erkennen. Also alles total toll. Vielen, vielen Dank, liebe Beate. Freut mich sehr, dass du mitgemacht hast und ich finde die Karten wunderschön. Ihr Lieben, ich gucke jetzt nochmal ganz schnell zur Sicherheit, dass ich ja keine Karten vergessen habe, weil wie gesagt, bei mir stapeln sich die Karten um mich rum. Ich habe alle gezeigt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Mitmachen und natürlich bei euch auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist ganz viel Bastelinspiration für euch dabei. Und ich freue mich auf den nächsten Teamgeist und ich freue mich, dass wir die Karten wieder spenden können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich glaube auch, dass das mein letztes Video für dieses Jahr sein wird, wenn ich den Videoplan richtig im Kopf habe. Deswegen sage ich an dieser Stelle,
Zur Sicherheit schon mal, dass ich euch ganz wunderschöne Weihnachtsfeiertage wünsche, eine schöne Vorweihnachtszeit, schönes Weihnachten, ein gutes, gesundes und kreatives neues Jahr 2022. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, kreativiert was Neues, alles Gute fürs neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns. Vielleicht kommt ja nochmal ein Video, ich weiß es nicht. Jedenfalls an dieser Stelle schon nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!